Nachrichten aus der Zentralschweiz mit der Cedrina Schaller. Sonntag, der 22. Januar. Guten Abend und willkommen zu der neuesten Sendung mit diesen Themen. Kunstausstellung «Alte Meister» im Nidwaldner Museum gibt es Bilder und Skulpturen aus 4 Jahrhunderten zu sehen. Die 12 Apostel von Rubens, ein Rolls-Royce und eine Bohrmaschine. Das Nidwaldner Museum Winkelriedhaus füllt im Moment 4 Wände mit 300 Bildern und Skulpturen. Die Kunstwerksammlung ist aus der Frei-Näpflin-Stiftung. Mit Hammer, Leim und einem geschulten Auge entscheiden die Museumsmitarbeiter, was wo angehängt wird. Das alles für die neue Ausstellung, die dann in 2 Wochen anfängt. Tele 1 hat aber schon jetzt einen exklusiven Einblick in die Vorbereitungen für die neue Ausstellung bekommen. Vorsichtig tragen die Mitarbeiter vom Museum die Bilder von einer zur anderen Wand, bohren neue Löcher und diskutieren über den perfekten Platz. Es geht um Zentimeter. Die alten Meister, so der Titel der Ausstellung, sollen am Schluss den ganzen Raum vom Boden bis zur Decke füllen. Das die Idee der Kuratorin Patricia Keller. In erster Linie ist schon auch ein Gedanke, dass man wirklich erschlagen werden von dieser Masse von all diesen Werken, die jetzt plötzlich in unsere Sammlung kommen. Die Salonhängung, also wirklich vom Boden bis auf die Decke alles voll hängen. Was natürlich früher auch so war, dass man wirklich so die Macht vom Privatsammler oder vom Museum hat können zeigen. Das inzwischen verstorbene Ehepaar Ruth und Anton Frey-Näpflin aus Stans hat während 50 Jahren Kunst gesammelt. In dieser Zeit sind Werke aus 4 Jahrhunderten zusammengekommen. Ein bunt durchmischte Sammlung mit internationalen und nationalen Künstlern, verschiedenen Skulpturen, Landschaften und religiösen Figuren. Auch ein Rolls-Royce ist darunter. Für das Museum ist das ein echter Glücksgewinn. Für uns ist es natürlich eine Sensation, für mich auch. Es ist auch sehr toll, mit so alten Meistern zu arbeiten. Natürlich auch eben, so eine Sammlung als Tourleihgabe zu bekommen, ist immer für ein Museum sehr toll. Von dem her ist es eine Sensation, ja. Ab dem 3. Februar können Kunstliebhaber die alten Meister bestaunen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, wie das Museum betont. Denn schon nach 3 Monaten verschwinden die gestifteten Bilder wieder ins Depot. Nachher sieht man sie nur noch vereinzelt an der Wand.